Laute Geräusche waren oft ein Problem, vor allem für mein zweites und drittes Kind. Doch wir fanden heraus, dass auch Stille problematisch sein konnte. Deshalb sorgten wir, wenn möglich, für Hintergrundgeräusche, wenn sie zu Bett ging. Zum Beispiel Schlafmusik. Alle unsere Kinder wachten nachts auf, aber es war uns wichtig, dass sie lernten, von alleine wieder einzuschlafen. Es war schwer, nicht jedes Mal ins Kinderzimmer zu laufen, wenn sie weinten, aber unsere Geräusche und Energie waren oft das, was sie dann erst richtig aufweckte.